Damit willkommen zurück wieder. Meine letzten zwei Folgen sind kleiner Fehler gelaufen. Ich weiß nicht warum, aber er hat es nur auf 720p. Jetzt habe ich noch ein bisschen was umgestellt. Ich glaube, jetzt müsste alles passen. Tempest Rider hier! Können Sie mich hören? Ja, Pathfinder. Wir haben die Karte, versuchen aber noch einige Warum das 720p genau? Diese Kettgeschütze werden nicht ewig offline sein. 1080 eingestellt habe. Geben Sie uns einfach Bescheid, falls sich was ändert! Sie erfahren es als Erster. Callow Ende. Oh. Ich kann auch gedrückt halten bei der Waffe. Los! Los! Habt uns gefoltert. Das sind meine Leute, die ihr da entführt habt. Seien Sie vorsichtig. Wenn Sie uns erwischen, erwartet uns der Aufstieg. Nicht mit mir. So werde ich nicht abtreten. Passen Sie hier drin beim Zielen auf. Es wird eng. So, wie gesagt, ein bisschen was umgestellt. Jetzt müsste es eigentlich wieder passen. Pathfinder, das Catschiff versucht, die Energieversorgung wiederherzustellen. Oh, Scheiße! Die Geschütze werden in Kürze wieder online sein. Verstanden. Haben das alle mitgekriegt? Bringen wir es zu Ende! So, sehen, was uns da hinten erwartet. Holen wir sie da raus. Das Terminal neben der Tür. Können Sie gehen? Pathfinder, die Schiffsenergie der Kette ist bald wieder hergestellt. Tempest, wir gehen nach oben. Halten Sie sich bereit. Verstanden. Raker. Raker, sind Sie noch da? Tut mir leid. Ein Team ist unterwegs.
Es wird die Arche zur Nexus eskortieren. Man wird sich dort bestimmt freuen, sie zu sehen. Ich war mir nicht sicher, ob dieser Tag je kommen würde. Jetzt, wo es soweit ist, was werden Sie tun? Offiziell bin ich als unser nächster Pathfinder vorgesehen. Allerdings habe ich die Ausbildung nie absolviert. Und Raker wird schwer zu ersetzen sein. Ich will Ihnen nichts vormachen. Als mein Vater gestorben ist, war es beängstigend, seine Nachfolge anzutreten. Ich musste so vieles erst lernen. Mir scheint allerdings, Ihre Crew hat Ihnen dabei geholfen. Auf jeden Fall. Besorgen Sie sich einfach einen 500 Kilo schweren Kroganer und all Ihre Probleme sind gelöst. Das Wichtigste ist, dass das salarianische Volk nicht länger in der Gewalt der Kett ist. Dafür werden wir Ihnen ewig dankbar sein. Sorgen Sie einfach dafür, dass meine Späher wohlbehalten auf der Nexus ankommen. Natürlich. Passen Sie auf sich auf, Ryder. Ich habe alles über die Mission gehört. Es war bestimmt keine einfache Entscheidung, Raker zurückzulassen. Aber ich bin froh, dass Sie es getan haben. Nur deshalb sind meine Späher noch am Leben. Ja, aber die Salarianer, die wir nicht retten konnten. Konzentrieren Sie sich auf das, was gut gelaufen ist. Sie haben dem Archon heute in den Arsch getreten. Sie haben ihm die Arche weggeschnappt und rausgefunden, wo Meridian ist. Also freuen Sie sich darüber. Ihr Vater wäre stolz auf Sie. Es war schwer, in seine Fußstapfen zu treten. Ich hoffe, ich fange langsam an, es mir zu verdienen. Obwohl ein solcher Schlag ins Gesicht den Archon nur noch gefährlicher machen wird. Oder leichtsinniger. Ihr Vater hat andere gerne aus dem Gleichgewicht gebracht. Er war der Meinung, die Würdigen würden dadurch lernen, mit Widrigkeiten besser umzugehen. Und die Unwürdigen? Würden daran zerbrechen. Ich überlasse Sie Ihren Gedanken. Bei allem Respekt, Archon, diese Faszination für Meridian muss enden. Es ist der Schlüssel zu unserer Zukunft, Primus. Der Mensch kennt seine wahre Macht nicht. Selbst wir verstehen sie nicht vollständig. Unser Befehl lautet, diesen Cluster aufsteigen zu lassen. Nicht die Relikte zu studieren. Es gibt Zweifel an ihrem Urteilsvermögen. Zweifel von allerhöchster Stelle. Sie werden schon bald ausgeräumt sein. Mit Meridian können wir jede Welt dieses Clusters in eine Ödnis verwandeln. Entweder unterziehen sich die Subjekte dem Aufstieg, oder sie werden ausgelöscht. Dieser Pathfinder hat die Tür geöffnet. Jetzt müssen wir als Erste hindurchgehen. Wir müssen Meridian vor ihm ergreifen. Wie alle niederen Wesen hält es eine Schlacht für den Krieg. Es kennt weder seine Schwächen noch sein Potenzial. Der Archon kennt meine Erinnerungen? Durch mein Implantat? Unsere Verbindungen waren weit offen, als Sam sie getötet hat. Ja, super. Er weiß, wie sehr wir Meridian brauchen. Wir müssen die Nexus warnen. Wir müssen handeln. Gut. Oh, ich verlaufe mich immer an dem Ding. Wir können ja immer noch mal hier reingucken.
Puh. Mega viel Schaden. Gut, fassen wir später irgendwann noch. Ich hoffe, die Salarianer finden sich auf der Nexus zurecht. Sie haben viele ihrer Leute verloren. Wir sind nach Andromeda gekommen, um unseren Beitrag zu leisten. Das lassen wir uns von den Ketten nicht nehmen. Schon lange nicht mehr, ne? Müssen wir mal rinnen gehen hier. In die Arche. Ich heiße unsere salarianischen Pilger auf der Nexus willkommen. Ihre Reise war lang, aber wir sind froh, dass die Arche Passero endlich eingetroffen ist. Nun bitten wir Sie um Geduld, während wir allen ein Zuhause suchen. Und wer auch immer Zweifel hatte, hat jetzt den Beweis. Die Salarianer leben. Ebenso wie unser Traum. Ah, und da ist der Held, der es möglich gemacht hat. Pathfinder Rider. Möchten Sie uns etwas sagen? Ich stimme Direktor Tan zu. Unser Traum lebt und gemeinsam können wir ihn wahrmachen. Genau dasselbe hätte ich auch gesagt. Und das habe ich ja auch. Wir alle schulden Ryder unseren Dank. Und jetzt genießen Sie bitte die Annehmlichkeiten, die die Nexus zu bieten hat. Entschuldigung. Sie haben uns gerettet? Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Ohne Sie wäre ich jetzt tot. Wie wir alle. Nun haben wir eine Zukunft. Eine strahlende Zukunft. Sie haben viel durchgemacht, aber es wird besser. Es gibt in Helios viel Gutes. Ich hoffe, Sie haben recht. Ja. Kann nur besser werden für die. So. Entsprinten. Was für ein Chaos. Es könnte schlimmer sein. Wir könnten tot sein. Sprinten wir mal hier hin, so. Neuigkeiten.
gesamte Personal. Die Arche Passero bestätigt den Abschluss des Andockvorgangs. Hallo. Sie warten auf Sie. Sehen Sie sich vor. Ryders Entscheidung, diese Kroganer zu retten, war rein emotional. Er dachte dabei an Sie. Ryder weiß selbst, was er tut. Geben Sie einfach zu, dass Sie die Kroganer nicht mögen. Der Pathfinder. Ryder, wir haben gerade über Ihre Begegnung mit dem Archon gesprochen. Ich musste tatsächlich einige Salarianer zurücklassen, Direktor Tan. Und das tut mir leid. Ich verstehe. Nun ja, es ist jedenfalls schön, die Arche Passero wieder mit der Nexus vereint zu sehen. Ich muss allerdings fragen, was es uns gebracht hat, den Archon Dea zu provozieren. Er hatte eine Karte mit der Position von Meridian. Jetzt haben wir sie und nicht viel Zeit, um dorthin zu kommen. Es ist das Kontrollzentrum des Terraforming-Netzwerks. Wenn wir es aktivieren, sind all unsere Probleme gelöst. Woher wissen Sie das? Es ist eine fremde Technologie. Das Gewölbe auf Aya weist darauf hin, dass Meridian der Schlüssel ist. Ich schätze, was Sie für unsere Einsatzteams getan haben, aber für einen Krieg gegen die Cats sind wir zu schwach. Sie werden Meridian mit allem verteidigen, was Sie haben. Es gibt einen Weg, sie zu besiegen. Der Archon weiß nicht, wie man Meridian aktiviert. Er kann die Technologie nicht kontrollieren. Ich kann es. Die Gewölbe vielleicht. Wir wissen nicht, ob Meridian genauso funktioniert. Und wenn wir die Cat angreifen und sie falsch liegen... Außerdem ist dann noch die Sache mit Ihrem Sam. Wir sind das Risiko eingegangen, eine KI mit einzubeziehen. Offen gesagt fühle ich mich aber unwohl dabei, wie sehr sie inzwischen einbezogen ist. Ich kann Ihren Plan nicht unterstützen, Ryder. Ich schon. Ryder verdient die Chance, es zu versuchen. Ich begrüße Ihre Geschlossenheit, aber Sie unterstehen mir. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Was ist los, Tan? Angst, jemand könnte sie in den Schatten stellen? Wir sind nicht die Pathfinder-Initiative. Die Befehlskette besteht nicht ohne Grund. Das wäre dann alles. Ich hätte es wissen müssen. Und ich habe nicht mal einen Plan B. Es gibt vielleicht einen Weg. Verzeihung, Pathfinder. Ich habe eine dringende Nachricht für Sie. Ihre Schwester ist aufgewacht. Was? Gehen Sie. Wir unterhalten uns später. Im Tech-Labor. Meine Schwester. Sarah. Was ist los? Wir hätten uns schon früher unterhalten können. Dank meines Implantats. Aber du warst ja nie hier. Er hatte bestimmt viel zu tun. Zu viel, um mir von Dads Tod zu erzählen? Zu viel, um mal nach deiner Schwester zu sehen? Sarah. Es tut mir so leid, Ich wollte dich nicht verletzen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Na sowas. Meinem dämlichen kleinen Bruder fehlen die Worte? Naja, du hast mit deinem Geschimpfe den ganzen Sauerstoff verbraucht. Das ist mein gutes Recht. Es gibt nur noch uns. Erst Mom, dann Dad. Wir stehen das durch. So wie immer. Es heißt, du bist jetzt Pathfinder? Dads Idee. So wie es klingt, wirst du jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst. Langsam. Sie sind keinesfalls diensttauglich, Miss. Ihr Dickschädel braucht Zeit, sich zu erholen. Sagt wer? Der Pathfinder. Ruh dich erstmal aus. Das ist ein Befehl, Specialist Ryder. Jawohl, Sir. Pathfinder, Sir. Vergiss es. Ich war dabei, als du mit 6 deine Popel gegessen hast. Sie können sich gerne noch weiter unterhalten, aber Sie bleiben im Bett. Ryder, hier Pathfinder Hatcher. Wir haben bezüglich Meridian eine Idee. Schauen Sie bitte so schnell wie möglich im Tech-Labor vorbei. Mach ich.
Du fragst dich vermutlich, wie die Dinge so laufen, oder? Ja, ich fühle mich ein bisschen außen vor. Ich weiß, du bist der Pathfinder, aber das war's auch schon. Haben sie dich auch zum Präsidenten des Universums ernannt? Darauf kann ich gut verzichten. Ich habe auch so schon genug zu tun. Wie läuft der Job bisher? Kurz gesagt, der gesamte Cluster ist von einem fremdartigen Terraforming-Netzwerk durchzogen. Und wir wollen es an einem Ort namens Meridian reaktivieren. Wow, ist das alles? Nein, es gibt da noch eine Alien-Spezies, die Cat, die uns alle in ihresgleichen verwandeln wollen. Und ihr Anführer, ein Typ namens Archon, will meinen Tod. Okay, vielleicht war es doch ganz gut, ein bisschen länger zu schlafen. Du solltest etwas wissen. Dad hatte Geheimnisse vor uns. Was meinst du damit? Zunächst mal ist Sam viel klüger, als wir dachten. Außerdem ging seine Verbindung mit Dad und jetzt mit mir deutlich weiter als bei den anderen Sams. Das wusste ich nicht. Was hatte Dad vor? Er hat einige seiner Erinnerungen in Sam verschlüsselt. Ich habe angefangen, sie freizuschalten. Was für Erinnerungen? Mom hatte Dad auf der Citadel angerufen. An dem Tag, an dem sie ihm erzählt hat, dass sie krank ist. Arme Mom. Ja. Ich versuche noch rauszufinden, was das alles zu bedeuten hat. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht über Mom und Dad unterhalten. Und worüber genau? Weißt du noch, wie sie sich kennengelernt haben? Nach dem, was Mom mir erzählt hat, war er damals zur N7-Ausbildung auf der Erde, während sie an biotischen Implantaten geforscht hat. Er wollte einen auf harter Kerl in Uniform machen und hat dabei komplett versagt. Aber sie fand es irgendwie süß und hat ein Gespräch angefangen. Dad hat wohl die meiste Zeit über nur komisch geknurrt. Er hat's nicht mal geschafft, sie um ein Date zu bitten. Selbst das musste sie übernehmen. Unser Vater, der große Frauenheld. Dann ist er in den Erstkontaktkrieg gezogen. Als er vorbei war, kamen wir zur Welt. Und Dad wurde als Attaché auf die Citadel versetzt. Welche Erinnerungen hast du noch an Moms Biotikforschung? Man wusste damals noch fast nichts über Biotik. Mom war eine Pionierin. Sie entwickelte Implantate, die den Leuten helfen sollten, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Aber das war auch der Grund, warum sie krank wurde. Der Kontakt mit E-Zero hat bei vielen zu allen möglichen seltsamen Krankheiten geführt. Erinnerst du dich noch daran, wie es war, auf der Citadel aufzuwachsen? Ja. Sie war eine gigantische Weltraumstadt, in der man jeder nur vorstellbaren Art von Alien begegnete. Ich weiß noch genau, wie ich mal versucht habe, mit einigen Hanna Verstecken zu spielen. Es war total unfair, weil sie schweben konnten. Rückblickend betrachtet ist die Citadel vermutlich der Grund, warum ich hier bin. Dort ist mir klar geworden, wie irrsinnig groß das Universum wirklich ist. Ich dachte mir, du wüsstest vielleicht gerne, wie Dad gestorben ist. Allerdings. Auf dem ersten Planeten, auf dem wir gelandet sind, gab es einen defekten Atmosphärenwandler. Dad hat ihn abgeschaltet und uns dadurch alle gerettet. Aber es gab einen Unfall. Mein Helm wurde zerstört und ich konnte nicht atmen. Dann hat Dad mir seinen gegeben. Er hat sich geopfert? Ich wusste nie, woran ich bei Dad war. Er konnte so unglaublich distanziert sein. Aber ich schätze, er hat uns wohl doch mehr geliebt, als uns bewusst war. Wenn ich daran denke, wie oft ich ihn als Kind angeschrien habe. Da warst du nicht die Einzige. Ich bin froh, dass wir uns jetzt anders an ihn erinnern können. Ich auch. Denkst du noch oft an Mom? Als ich aufgewacht bin, hatte ich für eine Sekunde vergessen, dass sie tot ist. Ich habe mich nach ihr umgesehen. Aber dann ist es mir wieder eingefallen. Dad hat von ihr gesprochen, bevor wir zu unserer ersten Mission aufgebrochen sind.
Er hat es nicht gezeigt, aber er hat nie aufgehört, an sie zu denken. Er war nach ihrem Tod nie wieder derselbe. Zumindest sind sie jetzt wieder zusammen. Vermisst du eigentlich dein altes Leben? Naja, alles, was ich bisher gesehen habe, ist diese Krankenstation. Soweit es mich betrifft, könnten wir also genauso gut noch immer auf der Erde sein. Aber ja, bevor wir in Stase versetzt wurden, habe ich mein Leben schon vermisst. Oder zumindest die Vorstellung davon. Welchen Teil vermisst du am meisten? Die Suche nach proteanischen Artefakten. Ich war in einem speziellen exoarchäologischen Team, vollständig finanziert und genehmigt von der Allianz. Mein Job, also das, wofür ich bezahlt wurde, war es, bei der Ausgrabung weiterer Artefakte zu helfen und herauszufinden, was wir aus ihnen lernen können. Wäre nicht alles in die Brüche gegangen, hätte es ein wundervolles Leben sein können. Was meinst du damit? Was ist schiefgelaufen? Naja, Mom war tot. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals darüber hinwegkommen werde. Und Dad? Ihn hat es tiefer getroffen, als er zugeben wollte. Außerdem war seine Forschung an Sam absolut illegal. Er wollte Mom retten und die Initiative hat vielleicht weggesehen, aber die Allianz eben nicht. Nachdem sie ihn gefeuert hatten, hat mir jeder, der wusste, dass ich seine Tochter bin, die Tür vor der Nase zugeknallt. In der Milchstraße hätte uns als Alec Ryders Kinder ein Leben voller unerfüllter Träume erwartet. Naja, ich gehe dann mal wieder. Du solltest dich ausruhen. Klar, die einzige Möglichkeit, sich von einem Koma zu erholen, ist noch mehr Schlaf. Du musst bestimmt nicht mehr lange hier bleiben. Ja, ja. Machst du bitte ein paar Fotos von Meridian für mich? Dann kann ich zumindest so tun, als wäre ich dort gewesen. Ja. Also der Vater war in der Milchstraße nicht sehr... Jo. Ne? Aber hier war ein Held. Wollen Sie das wirklich tun, Milken? Es hat nie wirklich gefunden. Was ist besser so? Ich versetze Nilken zurück in die Stase. Keiner von denen hat mich eh verstanden. Sie fanden mich alle widerlich. Aber was wissen die schon? Als Mariette die Wahrheit erfuhr, hat sie mich verlassen. Wie sieht's denn mit Ihnen aus? Schlafen. Sie Lust auf einen kleinen Samenteuer? Sich geglättet haben. Ich wäre dabei. Ach, du meine Güte. Laut Scan müssen wir sie möglicherweise unter Quarantäne stellen. Was? Vielleicht sogar für mehrere Monate. Das tut mir ja so leid. Das leuchtet ein. Viel Glück. Das ist nicht gut. Verdammte Exilanten. Hier haben wir noch eine Nebensee. Wir gehen erstmal gucken, was da vorne noch geht. Oh, Ryder, wir haben mit Dr. Aridana und ihrem Team darüber nachgedacht, wie sie nach Meridian kommen können. Wir denken, wir haben eine Lösung gefunden. Ich höre. Das sind Pläne für eine neue Technologie, die wir Ghost Storm nennen. Sobald sie sich Meridian nähern, können unsere Schiffe die Signatur der Tempest nachahmen. Die Cat werden nicht wissen, welche die echte ist. Ihre Sensoren werden verrückt spielen und wir können ihre Schiffe weglocken. Das könnte Ihnen ein wenig Zeit verschaffen. Da
Das klingt, als wäre es noch nie getestet worden. Was, wenn es nicht funktioniert? Sie haben auf dem Schiff des Archons doch auch improvisiert. Ihnen wird schon etwas einfallen. Wir handeln gegen die Initiative und sind auf uns allein gestellt. Sie haben nichts gehört. Was gehört? Wir sind schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Gamma-Diagramme auszuwerten. Soweit ich weiß, operieren Pathfinder oft allein. Es ist Teil des Jobs. Na dann, gehen wir's an. Der Archon wird nicht untätig rumsitzen. Sie müssen zuerst die Ghoststorm-Technologie erforschen. Anschließend treffen wir uns dann bei Meridian. Viel Glück. Ghoststorm-Technologie? Hauptsächlich, weil Cat-Technologie offenbar mimetisch ist. Sie nutzen Entwicklungen unterschiedlichster Herkunft, um ihre eigenen zu verbessern. Das ist ein bekanntes Muster. Beobachten, unterwerfen, einbinden. Darüber kann ich nicht... Ah, da ist eine Waffe gezogen. Pathfinder, hier spricht Captain Dunn. Es gibt da eine Situation, bei der ich Ihre Unterstützung brauchen könnte. Ich möchte nicht auf offenen Kanälen darüber reden. Kommen Sie bitte zu mir auf die Brücke der Hyperion, sobald Sie können. Wenn Sie mal kurz Zeit haben? Ja, jetzt aber naht nicht. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Die Ghoststorm-Technologie ist jetzt vollständig erforscht, Pathfinder. Ausgezeichnet. Dann sind wir bereit für unseren Vorstoß auf Meridian. Ich berufe sofort eine Besprechung ein. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Erhebliche Aufbereitung ist es unverdaulich. Die Hydrolyse der Zellulose wäre extrem ineffizient. Wollen Sie immer noch rausfinden, wie Sie die Pflanzen in Helios essbar machen können? Oh, Mist. Ich habe schon wieder laut gedacht, oder? Wo sind die Videodinger? Oh, guck, da hat sie geschrieben. Nee, Jill war das. Dachte schon die Schwester.
Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung. Aktive Gewölbe ohne das Herzstück bringen nichts. Nur um das klarzustellen, Sie widersetzen sich einem direkten Befehl? Ich doch nicht. Wir. Wir werden uns Ihnen widersetzen. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghoststorm-Technologie ins Spiel. Ist doch so, Hager. Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Cat von Ihnen ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall genug. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Cat mitkriegen. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen. Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexus schon zuhören. Das klingt doch nach einem Plan, Team. Hager, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute. Es ist soweit. Legen wir los.